Herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind hier immer noch in der Sauron Ironworks Fabrik. Haben zum Ende der letzten Folge diesen Roboter eingerichtet. Er ist ein Feuerwehrroboter und der macht uns jetzt den Weg frei, hoffe ich jedenfalls. Wir sind im Auftrag der Finch Farm hier. Und der Familienvater, der ist sauer auf seinen Sohn, weil der sich diesen Raidern da angeschlossen hat. Und will eigentlich nur sein Schwert zurück, aber mal schauen, ob wir da nicht vermitteln können zwischen denen. Normalerweise müsste der jetzt langsam Feindkontakt bekommen. Ich bin echt neugierig, wie das ausgeht. Wenn er mir nur verrät, wo die stehen. Wenn er mir nur deren Position verrät, haben wir schon was dabei gewonnen bei der Aktion. So. Identifizierter Eindringling entdeckt. Ja, und jetzt weg Protektron. Hallo? Du wirst mich doch nicht auf mich. Nee. Ja, der offenbar auch. Der da oben hat einen ganzen Tag Zeit, der auch. Ich aber nicht. Ich habe hier ein Video zu drehen. Versucht zu entkommen. Starte Verfolgung. Da bin ich aber neugierig. Oh Mann, komm zurück. Ich hatte gerade voll den Spaß. Ihr Fluchtversuch macht alles nur noch schlimmer für Sie. Gewalt wird nicht toleriert. So, die Ablenkung war mir nützlich. Zwei rote Pünktchen auf dem Radar. Kann ich da schon was machen von hier aus? Scheiße! Hab sie verloren. Geben Sie sich zu erkennen, Eindringling. Feindliches Ziel identifiziert. Da war einer, den hole ich mir. Sie den Bereich, bis die Ordnung wiederhergestellt wurde. Genau. Verlassen Sie den Bereich, bis die Ordnung wiederhergestellt wurde. Der ist putzig irgendwie. Initiiere Suche nach feindlichem Ziel. Aber er lenkt die Aufmerksamkeit auf sich. Das ist ganz toll. Da, schon der dritte, den ich auf die Weise wegkriege, ohne dass ich in Gefahr gerate. So mag ich das. Danke, Kumpel, hat sich schon gelohnt. So. Tolle Sammlung, oder? Das hätte mir auch geblüht, wenn die mich gekriegt hätten. Jo. Brustkorb, da machen wir Öl draus. Dann sind die nicht ganz umsonst gestorben. Wo sie langsam auf meine Tragkraft drückst, obwohl ich brauche bloß meinen Junk-Chat anwerfen und dann müsste eigentlich wieder was gehen. Schauen wir mal, 405 sind es jetzt und wenn ich das durch meinen Mixer durchmixen lasse, schauen wir mal, was übrig bleibt. Unglaublich nützliche Mod, das mit dem Junk-Chat. Kann ich nur empfehlen. So, von 405, 389 immerhin um 16 entlastet. Also manche Sachen, die wären sogar größer als Beton. Also Zementsäcke sollte man nicht dadurch jagen, weil die als Zementsack weniger Platz brauchen, als wenn man den Zementsack bearbeitet. Protection matters. Da war ich doch schon, oder? Nee. Die habe ich noch weggesnappt, genau. Käferrüstung, Gewicht 0. Das mag ich. Die haben doch nie und nimmer Gewicht 0. Moment.
Das testen wir jetzt. Da ist doch irgendwas. Wird doch irgendwas falsch berechnet. Ja, von wegen null, ne? Ja, die ballern mein Inventar so voll und bringen mich im Moment nicht weiter. Ja, 27, das glaube ich schon eher. Das ist ein Darstellungsfehler. Dann lasse ich die Käfigrüstungen doch Käfigrüstungen sein. Die kann ich mir später noch holen, außerhalb der Aufnahme. Mache ich sowieso immer. Ich lasse doch nichts zurück hier. So. Die drei Nasen haben wir weggesnipert. Könnte ich... Ist es hier eine Waffenwerkbank? Haben wir da auch eine Rüstungswerkbank? Ja, dann schauen wir doch mal, ob ich die Käfigrüstungen da verwursten kann. Dazu muss ich allerdings meinen Schutz abgeben. Sonst kann ich das Ding nicht bedienen. Jetzt können wir mal vergleichen. Jetzt habe ich nur noch eine Tragkraft von 305, ne? Statt 435 mit Rüstung. Käfigrüstung, so. Enter. Leder, immerhin. Ja, gut. Ich habe noch zu wenig investiert in Recycling. Deswegen, es könnte schlimmer sein. Und jetzt? Sind wir eigentlich wieder im Geschäft, oder? Moment, ich mache das jetzt mit den Impro-Waffen auch. Immerhin Schrauber und Stahl. Stahl suche ich sowieso händeringend. Noch mehr davon. Stahlschraube, Kupfer. Gut. Sogar Aluminium diesmal dabei. Es gibt die Schrotflinte. Jo. Und der gibt Holz. Was soll er sonst geben, ne? Und die hier. Ich glaube, die verkaufe ich. Muss ja nicht alles zerlegen. Inventar. Gut. Passt. Mission erfolgreich. Sehr nett von den Programmierern, mir hier diese Werkbänke herzustellen. Wirklich sehr aufmerksam. Dann kann ich nämlich hemmungslos zugreifen. Ein Med-X. Und jetzt hier die Schreibtische angucken. Ich erwarte hier irgend... Oh, den Kopf nehme ich nicht mit, den kannst du behalten. Da komme ich nochmal zurück, wenn der skelettiert ist. Dann kann ich nämlich Öl draus machen. Wird aber nicht passiert, dass die verschwinden einfach, die Leichen. Aha, schau an. Kaputter Feuerlöscher, also den muss ich zerschossen haben irgendwie. Bum, bum, einfach zugreifen. Klebebandschraubenzieher kann ich immer noch aussortieren. So, ich glaube, wir nähern uns jetzt dann dem Allerheiligsten von denen. Und dann geht's nochmal richtig rund. Rupp, 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 alles meins. Die Helme mit Lampen, die nehme ich gern für meine Siedler. Weil da sehe ich sie nämlich von der weiten Nachts auch ganz gut. Ah. Der watschelt da auch noch rum. Den würde ich ja jetzt gern durch diese Tür schicken. Aber das wird nicht gehen. Speichern. Jo, Gott sei Dank habe ich jetzt eine Rüstung dabei mit Charisma. Die werde ich nämlich noch brauchen für diese Quest. Bisschen Überzeugungsarbeit leisten, können wir vielleicht ein Leben retten. Das ist jetzt nur eine Abkürzung, da waren wir schon. Muss ich die Orientierung wieder kriegen? Das ist ein bisschen doof gemacht hier.
bin jetzt gerade nicht weiter. Aber ich glaube, ich muss da lang. Da ist die Brücke, wo wir den Roboter drüber haben watscheln lassen. Und der Questmarker ist da hinten irgendwo. Irgendwas hatte ich mir noch vorgenommen, was ich euch noch erzählen wollte unbedingt. Ah ja, da schauen, das habe ich vorhin liegen lassen. Zementsäcke, die nehme ich jetzt aber mit. Die zerlege ich nicht. Das ist... Ich zeige es euch jetzt, wenn ich schon mal welche im Inventar habe. Ein Zementsack wiegt 8. Und wenn ich den auspacke und 5 Beton daraus mache, dann wiegen sie 15. Ja? Also so wiegt er eigentlich nur die Hälfte. Deswegen die nicht durch den... durch den Junk-Chat jagen. Es sei denn, ihr wisst, warum ihr es tut. Also, wenn ihr in der Siedlung seid, könnt ihr es natürlich machen. Es schadet ja dem Junk-Chat nicht. Es ist nur schlecht fürs Inventar. Also momentan bringen sie als Zementsäcke 21 Gewichtseinheiten weniger auf die Waage. Als wenn ich sie auspacke. Sind ja 3 Stück. Gut. Mir ist nicht ganz klar, wie es von hier aus weitergeht. Irgendwas sieht mich jedenfalls noch. Ich nehme an, dass das der Protectron ist. Inventar checken. Ja. Alles gut im Moment. Ist die Tür, die wir geöffnet haben. Da ist noch Keramik, Aschenbecher. Jo, solange der mir nichts tut, habe ich keinen Anlass, auf ihn zu schießen. Bis jetzt war er mir ja eher hilfreich. Käfigrüstung, jetzt habe ich das Ding mitgenommen, verdammte Axt. Die habe ich aber von der Weiten gesehen. Liegen da noch mehr? Nee, ich sehe jetzt keine. Nochmal checken. MG-Geschützturm. Wow, Schleichangriff. Dass man sich an einen Geschützturm auch anschleichen kann, ist ein bisschen absurd, oder? Seit wann kann ein Geschützturm überrascht werden? Ja gut, er kann nicht auf... man kann ihn auf den falschen Fuß erwischen. Dass er nicht auf ihn fokussiert ist, das geht. Aber einen richtigen Überraschungseffekt wie bei einem Menschen dürfte es eigentlich nicht geben. Tja. Ich stehe eigentlich direkt vom Ziel. Ich muss nur rausfinden, wie ich da hinkomme. Juppa die Juppa da, Schnapsis bei Cholera. Ich glaube, deine komische Rüstung kannst du behalten. Die kriegst du wieder. Käfigrüstung da. Jetzt müssen wir mal einen Tipp geben, Mr. Feuerwehr. Aber ich glaube, ich habe es auch so gefunden. Ich muss wohl da lang. Nö, von da komme ich eindeutig. Das ist meine Handschrift. Ah, die Leiter.
Ah ja, ich glaube, hier bin ich richtig. Da ist der Geschützturm, den wir von unten abgeknallt haben. Jawohl, gut, läuft. Inventar checken. Ja, ich werde wahrscheinlich eh zweimal hierher müssen, weil da, wo ich jetzt reingehe, da gibt es eine Menge zu looten. Jedenfalls nach dem Kampf. F5. Ich krieg schon wieder Grafikfeder. Seht ihr das? Das ist der Ausgang, da will ich nicht hin. So, welche Waffe nehmen wir denn? Ich glaube, ich entscheide mich dafür. Da habe ich auch genug Munition. Es müsste ein Gespräch folgen, oder? Hilfe! Wenn sie versucht abzuhauen, töte sie. Du musst ziemlich stark sein, wenn du es hierher geschafft hast. Oh, das waren deine Leute? Ich dachte, die wollten mich zum Grillen einladen. Ich mag deinen Stil. Ist schon etwas her, seit jemand den Mumm hatte, so mit mir zu reden. Siehst du, Jake, hier ist jemand, der meine Zeit wirklich wert sein könnte. Nicht wie du. Sie werden mich töten. Ich hab dir alles gebracht, was du wolltest. Dinge von deiner Familie zu stehlen, beweist nicht deine Stärke, Junge. Allerdings könntest du mit diesem wunderbaren Schwert, das du mir gebracht hast, noch eine letzte Chance erhalten. Töte den Gefangenen und zeig mir, dass du doch zu was Nütze bist. Du hast gesagt, wir würden Überfälle außerhalb des Commonwealth durchführen. Die Leute sind keine Gefahr für uns. Zeig mir, dass du töten kannst. Entweder du oder er. Oh Gott, was soll ich tun? Geh weg, Jake. Das musst du nicht tun. Bitte. Oh, Scheiße. Was wirst du tun, Jake? Töten sie mich. Nochmal. Tu's nicht, Jake. Zeig mir, dass du es wert bist, du Schmiede zu werden. Wenn ich's nicht mach. Ich hab keine Wahl. Jake hat sich entschieden. Schade, das letzte Mal konnte ich ihn überreden. Da hatte ich wohl mehr Überzeugungskraft. Und ich bin froh, dass ich die Rüstung habe. So. Steam Tab. Jo. Ich habe die dickere Rüstung, glaube ich. Die HP sind links unten im Bild, die muss ich im Auge behalten. Mal schauen, ob ich ihn kritisch treffen kann. Jo, aber ich glaube noch an Steampack hinterher. Da ist jetzt der Arzt-Skill hilfreich, weil er dadurch 50% besser wirkt. Ja, Jake, du hast dich falsch entschieden. Bei meinem ersten Durchlauf konnte ich ihn überreden, dann ist alles gut geworden, der ist wieder zu seiner Familie zurück. Aber hier gelingt mir das gerade nicht, das ist bedauerlich, ich hätte gern ein Happy End gehabt. So, und du? Einer ist, glaube ich, freiwillig rein, da liegen seine Überreste. Ist das Jake? Krieg ich raus, wer das ist. Also wenn ich Jakes Leiche hier nicht finde, dann ist das Jake. Stachelrüstung, Wert 50 und wiegt wahrscheinlich wieder mehr als da steht. Gut. Knochen. Schädel. Knochen. Ja, der eine ist jetzt umsonst gestorben. Das war völlig sinnlos, was Jake da gemacht hat. Den Flammenwerfer nehmen wir mit. Brennstoff. Also einen Flammenwerfer tue ich in meiner Sammlung hinzufügen, ist eh klar. Was
beflecktes Dönermesser ist wichtig für meinen Auftraggeber. Da, das ist mal, das nenne ich mal Dönermesser. Fusionszelle, er nennt Schwert. Kann ich die jetzt schon mitnehmen? Bestimmt nicht, oder? Saugus Dachschlüssel, den habe ich schon mal. Und das muss ich jetzt hier lassen. Das hole ich mir dann offscreen nach der Videoaufnahme ab. Da liegt einfach so ein Kopf rum. Und jetzt, nett, dass ich das vergesse, weswegen ich eigentlich hier bin. Das müsste jetzt dann hier irgendwo kommen. Und du? Warte, warte. Tut mir leid, ich hab's vermasselt. Ja? Ich war in Panik. Bitte, ich wollte niemanden verletzen. Ich will nur nach Hause. Jetzt auf einmal. Warum bist du beigetreten? Warum wolltest du überhaupt zu dem Geschmiedeten? Ich sollte wohl versuchen, zu Hause alles ins Reine zu bringen. Ich habe zwar kein Recht, dich darum zu bitten, aber wenn du mir beim Erklären hilfst, dürfte es mit meinem Vater einfacher laufen. Wenn du ihm das Schwert meines Urgroßvaters bringst, wird sich das für dich lohnen. Er versucht immer fair zu sein. Ich warte an der Überführung in der Nähe der Farm. Du hast eben einen sinnlosen Mord begangen, einer, der vermeidbar gewesen wäre, Arschloch. Ich bin da gar nicht glücklich mit. Das Ende, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ihr merkt es schon, ne? Ich hätte das gerne sauberer gelöst. Aber hier sollte doch noch... Ölkanister ist eh klar. Messinglaterne. Das steht doch irgendwo. Irgendwo. So ganz unauffällig. Da muss ich jetzt aufpassen. Die kann man nämlich übersehen. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Ich glaube, das stand irgendwie so. Die stand irgendwie, glaube ich, da drauf, aber es kann sein, dass sie bei dem Kampf jetzt runter... Nee, tun sie eigentlich nicht, oder? Die fallen nicht runter. Sturmgewehr, das kann ich jetzt nicht mehr mitnehmen. Das geht noch. Das Heft Big Fences. Du kannst jetzt neue Statuen in Siedlungswerkstätten bauen, immerhin. Also wenn man so ein Heft findet, dann erweitert sich das Baumenü, das man hat, um eine Kategorie. Es gibt zum Beispiel ein Heft, auf das bin ich ganz besonders scharf, da kann man dann Holzzäune errichten, also schönere Holzzäune, nicht dieses hässliche Zeug, was man von Anfang an beherrscht. Zum Geier ist die Wackelpuppe. Moment. Ja, ich habe es mir jetzt auf dem Laptop angeschaut, wo die steht. Ich stand direkt davor. Ich habe ja gesagt, man kann sie übersehen. Da oben ist sie. Ja. Da, wo das Heft war. Das Heft lag hier. Und hier ist die Sprengstoff-Wackelpuppe. Ja. Du erhältst dauerhaft plus 15% Schaden. Mit Sprengstoff. So. Damit ist unsere Mission erfüllt. Ich mache jetzt mich auf den Weg zur Siedlung. Der Rückweg dürfte ereignislos verlaufen. Deswegen mache ich jetzt hier nur ganz kurz den Weg bis zum Exit. Und ab da dann mit... dann ist Arsch wurscht. Ja, ich bin ja praktisch fast schon draußen. Come on, World. Brauch mal keine Pause, das geht auch so. Kann sogar sein, dass die Wackelpuppe vorhin, wo ich das Heft aufgenommen habe, sogar kurzzeitig im Bild zu sehen ist. Das werde ich dann mal checken. Bin ich hier noch nicht durch? Okay. Türen kriege ich ja mittlerweile alles auf. Ich dachte, das ist eine Falle oder sowas.
Hier war, glaube ich, noch was. Ich glaube, hier gibt es noch was, das wir mitnehmen sollten. Das stecken wir noch schnell ab. Wenn nicht, schneide ich an dieser Stelle hier. Wenn jetzt hier nichts Relevanz mehr kommt, dann schneide ich hier. Und dann sehen wir uns dann praktisch ein paar Sekunden später in der Finch Farm wieder. Und weiter. Wenn ich noch was finde, dann erfahrt das auf jeden Fall. So. Ich warne dich, verschwinde! Sonst. Reiß dir deine verdammte Kehle raus! Mit was denn? Noch ein. Ja, ich hab dir eine Chance gelassen, aber du ballerst ja weiter die Nase. Jo. Er konnte es nicht lassen. Brennstoff. Gewicht 16. Wert 186. Das nehme ich mal mit. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich dann nochmal darauf komme. Aber irgendwas muss ich dann hier lassen. Am besten diese. Die ist auch 110 wert, ungern. Metallrüstung. 48, die ist auch relativ wertvoll, ärgerlich. Ich lasse den Zement da. Genau, der ist ersetzt, der ist billiger als das, was ich jetzt mitgenommen habe. Was? Ja, ich höre es wohl, allein mir fehlt der Glaube. Jetzt werde ich schon poetisch. Tolle Aussicht übrigens, sollte man auch mal einen Moment würdigen. Ja, mit denen lege ich, habe ich aber gerade keinen Streit, den lasse ich jetzt nicht. Ich würde wahrscheinlich sogar treffen. Da bist du ja, du kleine Schlache. Spürst du das? Das nennt man Angst. Spürst du das Erdbeben, wenn ich da runterspringe? Und tschüss. Das Molotöffchen nimm mir mit. Ja, ich sehe, ich muss später sowieso nochmal aufs Dach. Ich lasse sonst zu viel zurück. Den Schutzhelm hätte ich gern. Jetzt bin ich aber wirklich voll. So, war ich hier jetzt schon drin oder nicht? Oder doch, oder was? Ja, jetzt kann ich natürlich nicht rausschneiden. Ich gebe jetzt einfach mal die Quest ab. So. Und der Rest findet sich. Na dann mal los. Den Ladebildschirm habe ich herausgenommen. Was zum... Junge, ich hab dir gesagt, Abraham, wenn du dich was noch einmal blicken lässt... Ist mein Junge wieder zu Hause? Was? Jake ist wieder da? Gott sei Dank. Papa, bitte, ich weiß, dass ich Mist gebaut habe. Mhm. Ich dachte, wenn ich bei Ihnen bin, könnte ich Sie davon abhalten, uns zu überfallen. Ich will niemanden verletzen. Mir egal, was du dachtest. Ich hab gesagt... Abraham Francis Finch, das reicht jetzt. Mama ist... Halt den Mund, Jake. Wenn ich noch ein Wort von euch höre, schält ihr das ganze nächste Jahr Kartoffeln. Seit Jahren streitet ihr euch und ich dachte, ihr könntet eure Probleme vielleicht selbst lösen. Abraham, dein Sohn ist ein erwachsener Mann. Und wenn er sich auch so verhalten soll, behandel ihn nicht mehr wie ein Kind. Jake, dein Vater und ich waren da draußen und wissen, dass es gefährlich ist. Wir möchten nur, dass du bereit bist. So, das war's. Und wenn ich jetzt noch ein Wort von irgendwem höre, dann... Sie hat recht. Mr. Finch. Sie hat recht. Ich war ein Dummkopf. Ich kann dir gar nicht genug danken. Hier sind die Kronkorken und ein Bonus, weil du meinem Jungen geholfen hast. Ich finde, du solltest das Schwert behalten. Opa würde sich freuen, wenn er wüsste, dass damit Menschen geholfen wird. Danke nochmal, dass du mich hier rausgeholt hast. Entschuldigung. Danke nochmal, dass du mich hier rausgeholt hast. Danke nochmal. Dass du mich hier rausgeholt hast. Ja, bedank dich ruhig nochmal. Danke nochmal, dass du mich hier rausgeholt ja, hast. Ja, das ist das Mindeste, was ich erwarten kann. So, die Farm gehört jetzt mir, oder was? Gut, dann tue ich den
ganze Schrott mal hier stapeln. Ich mache hier mal einen Cut. Preston Garvey sagt eh nur das Übliche zu mir. Danke fürs Helfen und hilf auch weiterhin in Siedlungen. Bla, ist immer derselbe Text. Und ich räume jetzt dann die Bude nochmal ganz aus. Und was ich dann mit der Siedlung mache hier, das muss ich mir noch überlegen. Ob ich, also ich werde sie wohl jetzt ausbauen müssen. Ja, bleibt mir eigentlich gar keine andere Wahl. Also, bis zum nächsten Mal.